Willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4. Ja, nachdem wir hier in der Folge davor gerade unseren Bruder Sam wiedergefunden haben und auch noch einen Moment Mikro und noch einen grandiosen Hinweis auf den Verbleib von Henry Avery, dem sein Zeichen wir hier gefunden haben, der Bruder Sam ist schon mal weiter nach vorne gelatscht, keine Ahnung wohin, aber den finden wir auch wieder. Und wir gucken einfach mal, was wir hier noch so alles finden. Bin ja mal gespannt, die letzte Folge war ja wirklich spannend. Bis jetzt muss man sagen, gab es irgendwie gar keinen Abschnitt im Spiel, wo ich gesagt hätte, kurz langweilig. Hier ist auch wieder was, ich weiß aber nicht. Da passiert nicht viel, was haben wir da? Schaut aus wie zwei gekreuzte Schlüssel. Nur, was ich mich gerade frage, wo ist der depperte Bruder hin? Da geht es gar nicht rauf, da liegt noch ein Fassel. Okay. Wo ist er denn? Von hier sind wir gerade gekommen. Ja, keine Ahnung. Der taucht bestimmt wieder auf. Selbst wenn nicht, ist mir wurscht. Klettern wir mal hier rauf. Geht gar nicht hier rauf. Wahrscheinlich ist er sinn. Ah, okay. Da ist er. Hoffen wir mal, der Rest davon ist nicht unter jahrhundertealtem Schutt begraben. Immer positiv denken. Was sieht er? Scheint halt die Überbleibsel der vergangenen Zeit. Ach, das ist hier ein Tor. Hier Versteck oder vielleicht so eine Art Piratendorf. Hier gibt es garantiert auch wieder einen Schatz zu finden. Das schaut jedenfalls sehr cool aus. Hat richtig das Gefühl, dass man in einem Dschungel oder Regenwald ist. So, jetzt ist der mir schon wieder davon gelaufen, der Trottel. Muss man ein bisschen besser aufpassen. Ah, da ist er ja. Okay. Können wir da durch? Nee, aber gehen wir mal hier rauf. Sam, hier oben. Ich komme. Alles klar. Hoppala. Ja, da werden wir jetzt gleich mal hier reinmarschieren. Und mal gucken, was da so Schönes ist. Keiner zu Hause. Keiner zu Hause, nee. Ja, ganz besonders das Dach. Aber das lädt ja hier direkt ein, dass irgendwo wieder eine Schatzkarte oder direkt ein kleiner Schatz ist. Da war auch schon was, oder? Ist da nicht gerade irgendwie so gefunkelt? Nee. Da ist was. Was haben wir da? Okay, das müssen die jetzt anheben. Oder er. Cool. Normal ruft er immer seinen Bruder zur Hilfe. Das finde ich echt gut gemacht, dass da mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Dass der das auch alleine kann. Was haben wir hier? Räum auf, Alter. Räum auf. Ach ja, das darf nicht wahr sein. Was? Du wirst doch durchkommen, du. Hey Nathan, ich glaube, wir können hier durch. Okay. Wo ist er denn hin? Na los, hier lang. Ah, okay. Staubig. Hier findet man garantiert was. Oberschenkeltraining. Ui, Ratz. Können wir die abknallen? Nee. Sieh dir das an. Das ist keine Strohhütte. Ja, das ist waschechte Maurerarbeit hier. Ja, aber wo kamen diese Maurer her? Normalerweise hat man vielleicht ein paar gute Schreiner an Bord. Und Küfer. Aber keine Maurer. Okay. Mann, was ich eine Kamera geben würde. Wo müssen wir hin? Ja, ja. Auf dem Boot bei unseren anderen Sachen. Der andere führte irgendwelche Selbstgespräche mit sich, hm? Wo ist er denn? Oh, sorry. Das kam jetzt ganz überraschend, Denisa. Na,
Ich weiß nicht, wo lang, aber das weiß ich ja irgendwie nie bei dem Spiel. Was ist denn da? Warum kommt denn der nicht mit, der Clown? Müssen wir vielleicht da unten lang? Das verwirrt mich manchmal, dass der da so rumsteht. Hallo, hallo. Warum geht der da nicht runter? Scheinend nicht nötig. Gucken wir, ob wir da irgendwo sonst wo reinkommen. Okay, keine Ahnung. Scheint, übersehe ich schon wieder irgendwas. Aber mich nervt es, dass der depperte Bruder da nur so hier da steht, so. Hallo, aufwachen. Nee, der macht das nicht. Okay. Ist hier irgendwas, was wir irgendwie noch benötigen? Hier ist was in diesem Haus. Hab ich jetzt auch schon dreimal raufgeklettert und durch die Gegend gesprungen. Kommen wir da hoch? Nee. Ja, dann konzentrieren wir uns mal mehr nach unten. Ein bisschen vernachlässigt. Aber hier will der ja nicht rein. Der macht zwar hier schön seine Taschenlampe an. Oh, jetzt ist er mal rein. Aber da habe ich schon wieder was gesehen, was mir auch gefällt. Was ist das? War da nicht irgendwie was? Nee, da war nichts. Okay, los geht's. Finden wir hier was? Ich denke schon. Ja, ein Schatz. Aber der reißt uns jetzt hier nicht vom Hocker. Was ist denn hier noch? Alles klar. Ja, wenn hier nichts mehr weiter ist, dann gehe ich auch wieder raus aus der Hütte. Die brauche ich nicht. Der Depp, der hängt da eh noch so am Fenster rum, so wie hier. Okay, das war anscheinend so geplant. Ach, endlich kann ich mich wieder ausstrecken. Gut. Du sagst es. Hey, da geht's nach draußen. Okay. Das ist zu hoch, da kommen wir nicht ran. Suchen wir was zum Draufstellen. Ich hätte ein Seil, aber das geht nicht. Ja, Fässer und Kisten liegen hier genug rum. Da, ich sehe schon was. Der macht ja schon so eine Bewegung hier. Nee, seht aber nichts. Sam, such was. Und er sucht was, findet aber nichts. Eine Kiste, ich weiß was. Da ist eine Kiste. Allerdings. Los geht's. Soll ich die da mal runterwerfen? Wir sind wieder im Geschäft. Das ging schnell. Und nach oben. Ui, grandios. Also langweilig wird das Spiel absolut nicht. Immer wieder Überraschungen. Keine Häuser, breite Straße. Ganz klar irgendeine Art Geschäftsviertel. Ja, vielen Dank auch, Nathan. Komm. Was siehst du? Du willst es mich sagen hören, was? Und ob ich das hören möchte. Okay. Libertalia. Libertalia! Das lange verschollene legendäre Piratenutopia, entdeckt nach 300 Jahren. Von einem gewissen Samuel Drake. Und seinem jüngeren, nicht ganz so charmanten Bruder, der zufällig auch dabei war. Ich habe immer gewusst, dass eines Tages was aus dir werden würde, Brüderchen. Weißt du, das ist nicht meine erste verschollene Stadt. Genieß den Moment. Ja, schaut gut aus. Können wir jetzt weiterspielen, bitte? Da drüben. Oh, du meinst das mit den Wachtürmen? Ja,
Sehen wir doch mal nach, was da bewacht wurde. Hört sich gut an. Und weiter geht's. Ein neues Kapitel mit mir im Paradies. Alles klar. Verdammte Scheiße nochmal, Nathan. Das ist für dich also sprachlos. Mann, wie lange die hieran wohl gebaut haben. Ja. Alles klar, zum Wachturm heißt. All die Jahre geheim halten. Dann begeben wir uns da mal hin. Dieser Ort, selbst ohne Schatz ist das ein ziemlicher. Weil hier gibt es bestimmt noch den einen oder anderen Schatz zum Finden. Aber ich mag euch ja irgendwie auch nicht langweilen, indem ich da jetzt jedes Gebäude einzeln durchsuche. Sam, sieh dir das an. Eine Schmiede. Da liegt was sogar. Piratensäbel. Hier sind ein paar Entermesser. Schaut gut aus. Kann man bestimmt noch mehr angucken. Cool. Ich wollte nur. Ja, nein, ich weiß. Das sollte nur. Genau, genau. Du bist ein mieser Pirat. Gut. Haben Sie mit anderen Völkern gehandelt? Oft ist mir ein bisschen zu viel Blabla in dem Spiel. Wenn dann nicht. Geht schon leider weiter. Sonst hätte die Welt von dem Ort hier erfahren. Schon möglich. Gut. Gehen wir weiter zum Turm. Der interessiert mich irgendwie mehr. Obwohl, es ist schon interessant, auch hier durchzulaufen. Hier gibt es garantiert noch Schätze zum Schnappen. Ist ja wirklich cool hier. Da liegt ja schon einer, oder? Nee, da ist der Boden oder zerlöchert. Ja, so wie es ausschaut, haben die Piraten recht fluchtartig ihre Unterkunft verlassen, denn man hat da wahrscheinlich nicht mit gerechnet, dass man vorm Essen noch flüchtet. Gut, weiter geht's. Wo ist der Turm? Da hinten. Oh, da ist er ja schon. Was soll das Symbol? Ich habe welche gesehen, als ich nach dir gesucht habe. Wer markiert diese Orte? Ist das noch ein Siegel? Nein, nicht soweit ich weiß. Vielleicht Angreifer? Diese Leute hatten bestimmt viele Feinde da draußen. Kann schon sein. Ja, schauen wir mal da noch rein. Es gibt halt viel zu entdecken hier. Das haben wir noch was. Ist das? Schaut aus wie ein Schloss. Ja. Feinste Schmiedekunst zu Zeiten der aktiven Piraterie. Hoppala. Weiter geht's. Wo ist der Turm? Moment, zur Orientierung. Einmal schauen, der Turm ist da hinten. Alles klar. Sind wir noch richtig? Können wir da hoch? Tatsächlich. Aber nicht drauf, oder? Schauen, der Bruder hat irgendwas. Ja, nur wo ist der Horst? Wahrscheinlich schon da oben. Aber da geht's gar nicht raus. Warte, da gibt's ja nicht irgendwie so einen Finder. Doch, da. Was hast du denn? Geh da weg. Der kam von da. Mal schauen, was er da gesehen hat. Ja, jedenfalls nichts, was er uns nochmal zeigen möchte. Gut, da sind wir eh hergekommen. Weiter geht's.
Da kommen wir nicht durch. Aber hier drüber. Lang, mir nach. Komm mal darauf. Nee. Oder? Was sagt der dazu? Scheint ein Tunnel durchzugehen. Hey, Sam, komm her. Das kann was sein. Hinter dir. Was meint denn der? Ist auch manchmal verwirrend, wenn man Sachen entdeckt. Und dann macht einen der Bruder darauf aufmerksam. Der kann ja selber durchgehen. Der wird schon nachkommen. Ui. Hat Kellergewölbe oder vielleicht war das mal eine. Könnte auch ein Stall gewesen sein. Es ist seltsam. Die Tunnel sehen viel gröber aus als der Rest der Kolonie. Sieht aus wie eine Art Versteck. Aber vor wem sollten sie sich verstecken? Vor sich selbst? Schaut jedenfalls sehr cool aus. Erstmal das Versteck und auch wieder die genialen Lichteffekte. Wenn man sich den Schatten anschaut vom Bruder, vom Sam, ist einfach nur cool. Alles klar, komm, da ist schon was, wo wir uns mal drauf stürzen können. Sieht ihr das? Ui. Sieht aus wie der Grundriss des Handelsbezirks. Ja, und bam, da ist unser Schatzhaus. Hier ist der Turm. Was hatten die Kerle vor? Alles klar. Führt ihr wirklich alles so ins Zentrum? Was da noch? Ist das Symbol wieder? Oh ja, tatsächlich. Ja, wenn das Symbol von Angreifern stammen würde, hätten wir es nicht in einem Untergrundversteck gefunden. Ja, vielleicht gab es Ärger im Paradies. Geheimgesellschaften oder Rebellen. Wäre alles möglich. Okay. Habe ich noch irgendwas übersehen? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich was übersehen habe. Aber ich mag eigentlich auch nur in den Turm. Da geht es nicht weiter, oder? Genau. Oh, kommen wir jetzt nicht mehr durch, weil das irgendwie eingebrochen ist. Sieht fast so aus. Kommen wir da raus? Nein. Mache ich was falsch? Ich weiß es nicht. Der andere steht nur da wie so ein Baumstumpf. Also in dem Versteck gab es ja keinen offensichtlichen Ausgang. Nee. Da müssen wir uns schon wieder hierher begeben. Da schaut es doch schön aus, aber... Das funktioniert da nicht, raufzukommen. Ich schaue nochmal, ob es hier vielleicht doch geht. Vielleicht stelle ich mich auch nur zu dämlich an, aber hier hänge ich fest. Das heißt, es muss da rausgehen, oder? Schleichte. So, okay. Es wäre jetzt cool, wenn da irgendwie eine Hilfe mal kommen würde, weil ich bin gerade da. Das ist doch. Ist doch super von der Höhe her. Das muss doch klappen. Kann der da was wegdrücken oder so? Nee. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Gehen wir da nochmal rein. Nö, es schaut eigentlich wirklich alles
gut aus. Oh, da waren wir noch nicht. Ah, hier können wir hoch. Alles klar. Noch so ein Gewölbe. Das habe ich absolut übersehen. Echt interessant. Aber gut. Wir beenden mal diese wunderbare Folge hier. Am besten da hier schön im Zentrum. Und ja, wenn es euch gefallen hat, morgen kommt schon die nächste Folge gegen 20, 21 Uhr und würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Bis später.